Hallo, moin moin, liebe Zuschauer. Let's play Cities XXL Kreuzfahrt. In der letzten Folge haben wir hier Kreuzfahrtschiffe uns zugelegt, hier im Urlaubergebiet angesiedelt. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt. Nebeneffekt Lärm ist natürlich immer neben den Hotels vielleicht auch gar nicht so gut. Sorry. So, wir sind hier irgendwie jetzt mit unserem Großwachstum ins Hintertreffen geraten. Wir wollen mal wieder ein bisschen fürs allgemeine Wohl finden. Die Stadt hat immense Verkehrsprobleme, unsere Steuern sind so hoch, es fehlt an Tourismusservice, ankommende Einwohner beklagen sich über ungenügend freien Wohnraum. Unsere Steuern sind so hoch, es fehlt an Tourismus, ankommende Einwohner, bla. Es fehlt immer noch an Tourismus. Gucken wir doch mal. Tourismus minus 5. Es fehlt deutlich an Tourismus. Aber ich weiß ja nicht, so viel Tourismus kann man denn ja eigentlich gar nicht bauen, ne? Dass man das auch wirklich. Das sind Business Hotels, die bringen mir gar nichts hier. Ich war gerade verwundert, warum das funktioniert. Warum man nicht noch irgendwie hier vielleicht was Schönes. Das glaube ich nur Wohnhäuser. Sehenswürdigkeiten. Kirche. Ist auch alles nicht so meins. Baupläne. Oh, ich weiß nicht. Kostet auch viel zu viel. Strandgebäude. Würde man noch so Pfahlwege machen irgendwie, ich weiß gar nicht genau. Hiervon haben wir auch alle schon in mehrfacher Ausrüstung hier. Das ist echt alles überflüssig. Und es wird ja auch immer langweilig, wenn wir hier nur die gleichen Hotelzimmer stehen haben. Ne? Was ist das denn eigentlich neu? Großspitzenkräfte. Wohnungskomplex. Urlaub für Spitzenkräfte oder was? Haben wir jetzt hier Urlaub für Spitzenkräfte. Hier kommt noch ein großes Hotel hin. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir diese Straße hier irgendwie weiterführen und dass wir hier dann noch mal ein paar Hotels bauen können. Die dann hier eben den Strand besiedeln. Gucken wir mal, machen wir wieder ein bisschen Kurviges. Versuche irgendwie hier anzuschließen. Na, komischer Knick da oben. Nicht so schlimm. Finde ich zumindest. So, jetzt können wir hier noch ein paar Urlaubhotels mehr hinbatschen. Mehr oder weniger. Das haben wir ja gebaut. Naja. Vielleicht nehmen die auch immer unterschiedlich viel weg. Und der hat jetzt eigentlich fast gar nicht so viel weggenommen, aber trotzdem passt hier keiner hin. Naja. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Arbeitsplätze und Tourismusbedarf wird ein bisschen besser gedeckt werden. Führungskräfte haben wir noch viel zu viele und qualifizierte. Nee, Führungskräfte haben wir viel zu wenig. 4 freie Stellen und 5 bei Spitzenkräfte. So, Spitzenkräfte siedeln wir ja gerade hier an. Dann können wir damit ja weitermachen. Das ist wieder blöd. Wohnraum, Spitzenkollegen, hohe Dichte. Ja.
überlegt, ob man nicht hier vielleicht doch noch eine Straße weiterbaut. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wird das machen. Das sind schon ganz nette Türme. Einmal beklagen mangels Abfallentsorgung. Aber wir handeln doch eigentlich mit Abfallentsorgung. Okay, wir haben ja nicht genug. Wir haben schon wieder so viel Müll. Bisschen Schwerindustrie importieren wir auch einfach mal. Gucken, was das kostet. Lebensumfeld, Lebensunterhaltung und Lebensumfeld nicht attraktiv genug. Da passt leider nichts hin. Und hier weiß ich noch nicht genau, wie wir weiterbauen wollen. Hier möchte ich eigentlich ja gar nicht mehr anschließen. Sonst haben wir hier zu viele Kreuzungen drin. Das ist schon ein knappes Stück. Das heißt, wir müssen doch mit dieser Straße weiterbauen. Wir brauchen jetzt noch Führungskräfte. Ich guck gerade, wie wir dann weiterkommen mit Autobahnen. Kann ich mich noch nicht genau entscheiden, muss ich sagen. Auf jeden Fall muss dieses mal weg. Auch noch langsam irgendwie. Und dann können wir hier ja zum Beispiel ein bisschen noch. Obwohl, das ist schon wieder für die zwei weg. Für gutes Lebensumfeld. Ich weiß es noch nicht. Arbeitsplatz, Bildungsangebot ist hier wieder nicht zufriedenstellend. Das ergibt sich aber vielleicht gleich noch. Da habe ich noch Hoffnung. Ja, wir ziehen die Autobahn noch ein Stück weiter. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Mit Auffahrten. So ungefähr. Weiß ich nicht, machen wir vielleicht so weit. Ja, ich überlege jetzt, ob wir die doch vielleicht durchziehen und mal eine Brücke machen. Weiß ich nicht. Ach Mann, Mann, Mann. Ist immer nicht so einfach. Wir bekommen hier erstmal so ein bisschen Grund rein. Um mal zu sehen, wie die Straßen dann so weiter verlaufen. Sinnvollerweise. Na, hier könnte man dann. Die kann man durchlaufen lassen. Aber die sollte man nicht so häufig unterbrechen hier. Weiß ich, dass wir das Stück hier wahrscheinlich ziemlich schnell mit Staudicht haben werden. Das ist eigentlich schon zu eng. Das ist gleich, was wir uns dabei gedacht haben. Man wird auch irgendwie nicht wirklich klüger, habe ich das Gefühl. Hier beim Bauen. Geht's nicht, ne? Zieht er immer wieder weg und dann zieht er sich wieder ran. Ach, das geht nicht. Er sieht natürlich immer noch nicht zufrieden, aber da noch nichts schön gemacht haben, ist klar. Und Büros brauchen wir dann ja noch mehr, so wie wir es gerade eben gesehen haben, sind wir noch Büros. Minus 18, also das hier muss auch noch alles Bürofläche werden. Dann müssen das alle Spitzenkräfte werden. Hier kommen dann vielleicht Führungskräfte hin.
ungefähr hier wieder eine reinziehen, glaube ich. Ziehen wir einfach mal rein. Erstmal nicht so weit, weil das wird dann wahrscheinlich ein Tunnel werden. Dann brauchen wir noch eine Autobahn. Noch ein schönes Kreuz. Eine Anschlussstelle, die sich nicht setzen lässt. Bräuchten wir eigentlich auch. Machen wir erstmal die Straße hier weiter. Und gucken mal, wo uns die Reise hinführt. So, schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir das Autobahnauffahrstück. Ich hoffe, mich hier jetzt mal irgendwo ran setzt. Nö, er merkt es nicht, dass das andersrum soll. Das nervt mich immer so ein bisschen. Da war es doch gerade kurz mal. So, machen wir da weiter. Sollten wir das vielleicht auch noch mal als Autobahnstück komplett machen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, so eine Schnellstraße reicht. Irgendwo hier in die Richtung weiter. So, wir brauchen immer noch wahrscheinlich Spitzenkräfte. Freie Stellen. Nein, wir brauchen Führungskräfte auf jeden Fall erstmal. Wir brauchen Führungskräfte. Sollten eigentlich drüben auf die andere Seite. Da müssen wir alle über die Straße reinkommen. Das wird auch zu heftig. Naja gut, die haben ja auch, kriegen ja auch Auffahrten hier zu den Autobahnen. Machen wir das erstmal. Mal sehen, dass es ungefähr gleich lang wird. Oder machen wir hier ein bisschen früher? Nee, mal gucken wir mal. So. Dann auch das Verbindungsstück. Sieht man von hier doch schon, dass das nicht gut aussieht. Ja, jetzt geht das wieder los. Ach, dann machen wir hier eine Außenverbindung. Ist nicht so schlimm. Hier wollen wir aber nicht noch eine haben. Ja, macht auch nicht. Okay. Dann machen wir hier doch noch mit dem Tunnel durch. Glaub schon. Wir können ja noch ein paar Spitzenkräfte hinsetzen. Hier mal so nebenbei. So, dann machen wir das mit dieser Straße hier weiter. Da haben wir die hier genommen. Weiß nicht, aber an die wollen wir gar nicht anschließen. Dann wäre das schon ein Stück zu weit. Muss nur so reichen, dass da ein paar Häuser zwischenpassen. Versuchen wir eine neue Bautaktik.
So. Das ist ja aber alles für Spitzenkräfte, die wir gerade aktuell gar nicht unbedingt so sehr brauchen. Hier ist auch wieder Brandschutz nicht gut, also. Werden wir wohl oder übel gezwungen sein, dieses Feld hier, na, ich glaube, ich muss das über hier. Ich weiß es noch nicht. So. Eine gute Frage. Macht man hier eine große Straße rein, da eine große? Dann wäre das schon wieder zu viel vom Verkehr vermutlich. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja auch immer nicht so einfach. Wir brauchen immer noch Führungskräfte. Als Ungelernte. Gucken Sie gerade, ob man dieses Stück jetzt vielleicht hier mal weitermacht. Das Stück ist echt fies ausgelastet hier. Hat sich auch noch nicht wirklich gebessert. Aber es ist einfach nur so ein kleines blödes Auffahrtstück für die Autobahn. Man könnte das noch ein bisschen austauschen, dass man dieses Stück nur so lang macht, dann den setzt und dann das Stück. Ich glaube, das könnte ein bisschen Abhilfe schaffen. Ist egal, wir machen erst die Autobahn. Machst du jetzt so komische Kurven und Blödsinn hier? Ob das noch passt, wir werden es erleben. Und zwar. Nein. Ja, genau, speichern nochmal ruhig zwischendurch, Winkel zwischen Straßen zu klein. Also hat er da auch wieder zwei Stücke draus gemacht, wir müssen das kurvig machen. Wir müssen das kurvig machen. So. Und einmal hier hin. Dann haben wir die Stücke ein bisschen gleich lang. Aber ich hoffe mal, dass das für ein bisschen Entlastung hier sorgt. Erstmal auf jeden Fall, weil da gerade keiner rumfahren kann, die sich jetzt gerade einen anderen Ausweg irgendwie suchen. Ja, und das sollen eigentlich auch gerne alles wieder Büros werden in ordentlicher Form. Die Straße kommt weg, dafür ziehen wir das hier runter. Aber das wird nochmal ein größeres Bauprojekt werden. Genauso wie die Entlastung dieser kleinen Stümmelungsstraßen, da rede ich ja auch schon länger von, bis immer noch nicht rangetraut. Und das hier ist alles Führung in der mittleren. Hier haben wir noch ein bisschen Platz dann. Nicht so schlecht. Auch alles wieder im guten Bereich. Wir machen ganz gut Plus pro Runde. Hightech-Industrie kann man brauchen, Produktionsgewerbe, Wasser, Abfallverwertung. Wieso, da haben wir doch schon wieder so viel mehr Müll. Wieso machen die immer so viel Müll? Wir können auch noch ein paar Abfalldeponien hier bauen, das ist ja nicht so wild. Ja, was ist das da? Abfall. Erhöht die Produktion von nahegelegenen Abfalldeponien. Können wir gerade nicht bauen. Abfall, Abfalldeponie. Geht immer noch nicht.
klein. Das müsste auch nicht so groß sein. Was ist denn hier los? Neben einer Recyclinganlage. Wo habe ich denn eine Recycling? Mülldeponie? Schrottplatz? Das ist eigentlich auch ein Unterschied. Ich weiß es nicht. Das ist nur noch so eine Schule, damit die irgendwie lernen können. Also sind wir eh nicht mehr so gut versorgt. Na, ich weiß ja auch nicht. Ich hoffe mal, das bringt uns jetzt gut hier. Den kompletten Müll erstmal wieder weg. Ja. Wasser haben wir zu wenig. Was ist mit denen allen los? Anzahl an Führungskräften. Die wollen da wohl nicht arbeiten, wa? Ist ja ärgerlich. Braucht man denn noch so viele Qualifizierte? Ja, wahrscheinlich schon. Und das alles mit Bewusstsein, wird das alles Führungskräfte. Wir wollen jetzt nicht kleckern, sondern klatzen. Wir wollen auf jeden Fall eine schöne Runde. Einen Tunnel bauen. Den vielleicht wieder nicht richtig angeschlossen kriegen. So wäre es ja ungefähr, naja, nicht ganz, aber fast. Brücke. Den hier. Brücke kriegen wir leider nicht hin, also wieder einen Tunnel. So ungefähr. Passt doch, schon haben wir das verbunden. So, und da das alles ziemlich dicke Dichte werden wird, möchte ich da gerne gute Straßen haben. Immer jeweils in der Mitte, so wie ich hier jetzt ja nur bis zur Autobahn. Hier geht es auch erstmal nur bis zur Autobahn. Stellen Führungskräfte. Sonst haben wir von allem genug. Ich überlege jetzt daran schon dran bauen und dann vereinzelt oder hier jetzt nochmal einen inneren Ring bauen. Ja, das müssen wir machen. Mit so einer Straße, glaube ich. Sind die Straßen zu lang hier. Schon zu nah. Das geht nicht näher ran, das ist Mist.
Ja, und so macht er alles wieder zur Kurve, was er vorher schon gebaut hat. Hier wollen wir nicht anschließen. Den könnten wir hier mit zu suchen. Das ist eigentlich nur mit so. Ach ja, hätten wir mal einen Kreise machen können, ne? Kreisverkehr dafür für nur mehr kleine Alleen, für nur mehr kleine Alleen. Bitte so ein Kreisverkehr oder. Das ist ja eigentlich schon gar nicht so schlecht. Können wir noch vielleicht wieder dran anschließen. Obwohl, nee, kann man nicht. Ich glaube, den Bau verschieben wir in die nächste Folge. Dann werden wir sehen, dass wir die Führungskräfte wieder aufstocken. Was wichtig ist, weil wir da doch ins Rücktreffen geraten hier. Mit dem ständigen Tunnel hier. Irgendwann müssen wir vielleicht auch mal ein paar Brücken bauen. Bisher ein bisschen wenig. Kriegen wir aber noch. Machen wir noch. Also dann, ich danke euch immer fürs Zuschauen. Würde mich über Kommentare, Daumen hoch und so weiter freuen. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.